Es ist wirklich heftig, dass die Spritpreise die 2-Euro-Marke geknackt haben. Damit deine Spritkosten nicht so stark steigen, habe ich dir 24 Tipps vorbereitet für weniger Spritkosten. Dieses Video ist eine Kurzfassung von einem wirklich ausführlichen Video. Das ausführliche Video findest du unten in der Videobeschreibung. Ich bin Marek von Finanzen im Griff und wünsche dir viel Erfolg mit diesem Video. Zahle an der Tankstellenkasse mit einer Cashback-Kreditkarte. Ich habe bereits ein Video über Cashback-Kreditkarten gemacht. Mein Fazit zu den Cashback-Kreditkarten ist ganz klar, dass man meistens nur einmalig was machen muss, um dauerhaft Geld zu sparen. Deswegen finde ich die am allerbesten. Nutze Bonusprogramme. Bei Aral gibt es Payback-Punkte, das heißt, du kannst deine Payback-Karte herzeigen und bekommst pro 2 Euro einen Punkt. Ein Punkt ist 1 Cent, somit bekommst du 0,5% Rabatt. Wenn du noch die Coupons in der App aktivierst, bei mir gibt es aktuell 6 Fachpunkten, bekommst du praktisch 3% Rabatt. Dann gibt es noch die Deutschlandcard, die haben Esso im Angebot. Das heißt, da hast du auch 6 Fachpunkten, bist du auch wieder bei 3% Rabatt. Und dann gibt es noch beim ADAC noch ein paar Vorteile. Da gibt es hier 1 Cent bei Archip, 1 Cent bei Shell und so weiter. Du kannst auch alle Bonuskarten bei der Curved App hinterlegen. Dann hättest du eine App, wo einfach alle Karten hinterlegt sind. Zusammengefasst kann man sagen, dass sich Bonusprogramme lohnen können. Natürlich musst du immer auf den Gesamtpreis achten. Spritpreise vergleichen, allerdings unter der Berücksichtigung der Opportunitätskosten. Besonders teuer sind Autobahntankstellen, deshalb sollte man diese vermeiden. Jetzt kommen wir zu einer Beispielrechnung von den Opportunitätskosten. Hier ist nochmal die Definition von diesen Kosten und jetzt kommen wir zu dem Beispiel. Ich bin davon ausgegangen, dass der Umweg 9 Minuten gedauert hat und habe es mal den Nettostundenlohn genommen von 10 Euro und das sind 1,50 Euro. Somit hast du 50 Cent sogar verloren. Du solltest deine Zeit wesentlich sinnvoller nutzen, indem du dich mit deinen Finanzen beschäftigst. Da kannst du viel mehr Geld rausholen. Das Allereinfachste ist, du holst dir das Finanzgutachten von Marco. Durch dieses Finanzgutachten konnten sich Marcos Kunden im Durchschnitt in 5 Jahren 5.000 Euro einsparen. Da lohnt sich das Zeitinvestment wesentlich mehr. Alternativ kannst du auch deine Finanzen selbst in die Hand nehmen. Da brauchst du natürlich wesentlich mehr Zeit, das ist ganz klar. Ich habe da schon einen kleinen Fahrplan erstellt, was du so anpacken kannst. Und habe dazu auch ein Video gemacht, das verlinke ich dir genauso unten in der Videobeschreibung. Zusammengefasst kann man sagen, dass du nicht nur den Spritpreis beachten sollst, sondern auch die Zeit, die du dafür benötigst, beziehungsweise die Kosten, die du hast, um einen günstigeren Preis zu bekommen. Wie berechnet man den Spritverbrauch? Zuallererst tankst du voll und dann gehst du auf 0, also hier auf Set, draufhalten, dann wird es hier gelöscht. Und beim Verbrauch genau das gleiche, das ist bei mir jetzt hier am Lenkrad, da halte ich auch drauf und dann geht es weg auf 0, jetzt habe ich 0,0 und kann jetzt einfach losfahren und der Verbrauch wird berechnet. Wenn du nur die Gesamtkilometer siehst, dann schreib dir einfach diese Gesamtkilometer auf. Ich habe jetzt 335 Kilometer zurückgelegt und habe laut Bordcomputer 5,9 Liter verbraucht. Wenn du keinen Kilometerzähler hast, den du zurücksetzen kannst, schreibst du jetzt die Gesamtkilometerzahl ab. Im Tankdeckel kannst du sehen, welchen Kraftstoff du benötigst, ob es Diesel oder Benzin ist. Und bei Benzin siehst du auch die Oktanzahl. Bei mir sind es 95 Oktan, die ich mindestens brauche. Besser wären 98 Oktan. Ganz unten an der Zapfpistole findest du einen kleinen Clip, den du nach unten drückst, damit der Tankvorgang automatisch weiterläuft und auch automatisch stoppt, wenn der Tank voll ist. Am besten tankst du auch bei der gleichen Tankstelle und bei der gleichen Zapfsäule, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erzielen. Der Tankvorgang wurde beendet. Du musst nur noch den Clip nach oben drücken und dann am besten nichts mehr nachtanken, da du sonst das Ergebnis verfälscht. So, wie schaut jetzt die Rechnung aus? Ich habe 19,03 Liter getankt und bin 335 Kilometer gekommen mit dieser Tankfüllung. Das heißt, ich nehme die 19,03 Liter durch 335 Kilometer, dann komme ich auf 0,0568 Liter pro Kilometer. Und wenn ich diese Zahl mal 100 nehme, dann komme ich auf 5,68 Liter pro 100 Kilometer. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Verbrauch. Schreibe mir unten in die Kommentare. Beim Autokauf nicht nur auf den Kaufpreis achten, sondern auch auf die Unterhaltskosten bzw. den Spritverbrauch. Denn es könnte sein, dass das günstige Auto teuer im Unterhalt ist und das teure Auto günstig im Unterhalt ist. Somit wird über die Jahre das günstige Auto zum teuren Auto und das teure Auto zum günstigen Auto. Deshalb solltest du die Effektivkosten pro Jahr beachten und nicht nur den Kaufpreis. Zusammengefasst kann man sagen, dass du auf einige Sachen achten müsstest. Das Wichtigste wäre, wie lange du das Auto fahren willst. 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre. Ich habe mein Auto aktuell 9 Jahre, also das ist schon eine lange Zeit. Und da kann sich natürlich lohnen, dass du ein bisschen mehr ausgibst, also nur ein bisschen mehr, um dafür im Unterhalt einiges zu sparen. Also Augen auf beim Autokauf. Beim Felgenkauf auf die Felgenbreite, Gewicht und Aerodynamik achten.
Natürlich ist der Kaufpreis der Felge auch wichtig. Da kommt es darauf an, wie lange du die Felge fahren willst. Fangen wir an mit der Felgenbreite. Und je nach Felgenbreite kannst du unterschiedliche Reifen aufziehen. Man sieht hier unten, ich kann 185er draufziehen, 195 und 205. Je breiter der Reifen natürlich, desto höher ist der Spritverbrauch, da die Aerodynamik schlechter ist und natürlich auch der Rollwiderstand höher ist. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zum Gewicht. 1 Kilogramm ungefederte Masse entspricht beim Fahren ungefähr 7 Kilo gefederter Masse. Was ist da jetzt der Unterschied? Man sieht hier an dem Bild, was ungefedert ist und was gefedert ist. Stell dir vor, eine Felge wiegt 3 Kilo mehr, mal 4 hast du 4 Felgen, haben wir schon 12 Kilo mehr. Und diese 12 Kilo verhalten sich im Fahrbetrieb wie 84 Kilo, die im Kofferraum wären. Du hast also 2 Säcke Zement einfach hinten im Kofferraum, die du mitfährst. Und dadurch hast du einen Mehrverbrauch von ca. 0,2 Liter auf 100. Kommen wir zum dritten Punkt, zur Aerodynamik. Tesla hat eine Felge entwickelt, um Sprit zu sparen. Ein Test hat ergeben, dass man 3% Sprit einsparen konnte. Das Problem ist natürlich beim Kaufen einer Felge, dass nicht draufsteht, wie aerodynamisch die Felge ist. Somit kannst du nur abschauen von Tesla, wie die hier ausschaut und so eine ähnliche Felge kaufen, um da nochmal was einzusparen. Zusammengefasst kann man sagen, dass eine Felge einen Einfluss auf den Spritverbrauch hat. Deshalb sollte die Felge am besten schmal sein, wenig wiegen und aerodynamisch sinnvoll aufgebaut sein. Beim Reifenkauf auf die Reifenbreite, den Rollwiderstand und das Gewicht achten. Fangen wir an mit der Reifenbreite. Ist ja klar, je breiter der Reifen ist, desto größer ist die Auflage, desto höher ist der Rollwiderstand und auch der Luftwiderstand. Weil der Reifen ja breiter ist, steht er mehr in der Luft und somit wird da auch eben mehr Sprit verbraucht. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, zum Rollwiderstand. Es gibt ja das Reifenlabel, da sieht man, wie viel man mehr Sprit verbraucht, wenn man in der B-Klasse ist, C-Klasse und so weiter. Meist ist es so, dass wenn der Rollwiderstand geringer ist, dann ist die Sicherheit auch etwas schlechter. Das heißt, du solltest auch auf die Bremsleistung achten bei nasser Fahrbahn. Man sieht hier auch ein gewaltiger Unterschied. Bei F hat man 18 Meter mehr als die Referenz. Somit ist mir die Sicherheit eines Reifens viel wichtiger als die Kosten, die ich damit habe. Das heißt, der Reifen kann auch mal teurer sein, wenn er gut ist. Das gilt bei mir für alle sicherheitsrelevanten Bauteile am Auto. Und das würde ich dir auch so ans Herz legen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zum Reifengewicht. Die meisten Reifen werden das gleiche wiegen, allerdings nicht Runflat-Reifen. Die sind zwar geschützt vor Pannen, wiegen aber wesentlich mehr. Einer hat hier nachgemessen, hat 3 Kilo pro Reifen mehr gemessen. Warum das Felgen- und Reifengewicht so wichtig ist, habe ich im letzten Punkt schon erklärt. Zusammengefasst kann man sagen, dass du schmale Reifen kaufen solltest, die Leichtlaufeigenschaften haben, aber die Sicherheit nicht vernachlässigen. Und als letzten Punkt, keine Runflat-Reifen kaufen, weil die einfach zu schwer sind und sich das im Gesamtkonzept einfach nicht lohnt. Du solltest alle 2 bis 3 Monate deinen Reifendruck kontrollieren, damit du sicher und sparsam unterwegs bist. Eigentlich steht in der Bedienungsanleitung drauf, wie viel Reifendruck du haben solltest. Bei mir ist nur ein Hinweis zum Tankdeckel. Das heißt, wir schauen jetzt zum Tankdeckel, machen den mal auf und dann sieht man hier auf dem Tankdeckel die Reifengröße und den Reifendruck. Im Endeffekt sollst du auch ein bisschen mehr reintun, dass du sparsamer bist, aber nicht zu viel mehr. Das ist dann auch schlecht für den Reifen und für die Sicherheit, weil die Auflagefläche dann geringer ist. Das Auto schonen und regelmäßig warten. Dadurch erhöhst du die Lebensdauer des Autos und kannst somit auch Sprit und Kosten reduzieren. Fangen wir an mit der Inspektion. Am besten regelmäßig durchführen, so wie es halt vom Hersteller vorgegeben ist. Da ist natürlich auch der Ölwechsel ganz wichtig, weil mit der Zeit das Öl immer mehr Metallpartikel hat und dadurch eben auch ein höherer Verschleiß entsteht. Beim Ölwechsel am besten ein Leichtlauföl verwenden, wenn es nicht viel teurer ist. Dadurch verringert sich die Reibung im Motor und der Kraftstoffverbrauch sinkt somit. Laut diesem Bericht sind bis zu 5% möglich. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Warmfahren. Das ist extrem wichtig. Du solltest deinen Motor niemals heiß abstellen. Das Fahrwerk kann auch geschont werden, indem du vorsichtig durch Schlaglöcher durchfährst. Zusammengefasst kann man sagen, wenn du dein Auto länger fahren willst, dann ist es wichtig, dass du den Service einhältst, also regelmäßige Wartungen durchführst und dein Auto schonend bewegst. Elektrische Verbraucher nur aktivieren, wenn du sie auch benötigst. Denn alles, was Strom braucht, braucht auch Sprit. Wie zum Beispiel die Lüftung, dein Radio, Sitzheizung, Heckscheibenheizung und auch das Abblendlicht, was man am Tag nicht benötigt, wenn man ein Tagfahrlicht hat. Was ist effizienter, ein offenes Fenster oder doch die Klimaautomatik oder Klimaanlage? Es kommt ganz darauf an, wie effizient dein Auto mit der Klimaanlage umgeht und wie schnell du fährst beim offenen Fenster. Je schneller du fährst und ein offenes Fenster hast, desto mehr verbrauchst du an Sprit.
Bei der Klimaanlage ist die gefahrene Geschwindigkeit nicht so wichtig. Wichtiger ist die Außentemperatur und die Innentemperatur. Die Innentemperatur kannst du reduzieren, indem du im Schatten parkst und natürlich vorm Losfahren richtig schön lüftest, dass die heiße Luft rausgeht. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die neueren Autos, die jünger als 20 Jahre sind, mit der Klimaanlage oder Klimaautomatik effizienter fahren als mit dem geöffneten Fenster. Keine ungenutzten Dinge im Auto liegen lassen, denn diese benötigen auch Sprit. Ich habe jetzt einen Kasten dabei, den ich nach Nutzung natürlich entferne. Es ist ganz logisch, je mehr Gewicht ein Auto hat, desto mehr verbraucht es auch. Es sind ca. 0,3 Liter auf 100 Kilometer, wenn du 100 Kilo dabei hast. Ungenutzte Dachboxen oder Fahrradständer entfernen, da diese auch Sprit verbrauchen. Ist ja klar, der Luftwiderstand ist höher, du verbrauchst auch mehr Sprit. Und je schneller du fährst, desto mehr verbrauchst du auch. Kurzstrecken unbedingt vermeiden. Ich bin jetzt 3 Kilometer gefahren und habe im Schnitt 8,3 Liter auf 100 verbraucht. Normalerweise verbrauche ich 5,9 Liter. Auf die letzten 335 Kilometer, da fahre ich meistens 19 Kilometer am Stück. Also Kurzstrecken am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Fahrten planen, um möglichst viel Zeit, Nerven und Sprit zu sparen. Wenn man täglich dieselbe Route fährt, dann kennt man sich ja aus und weiß, wo die Geschwindigkeitsbegrenzungen bzw. die Ortschaften anfangen. Da kann man frühzeitig vom Gas gehen und einiges an Sprit sparen. Wenn man rechtzeitig losfährt, dann hat man weniger Stress und somit kann man auch sparsamer fahren und kommt entspannter an. Es könnte auch sinnvoller sein, dass Teilstrecken vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, je nachdem, was bei dir sinnvoll ist. Bei unbekannten Strecken bzw. längeren Strecken ist es sinnvoll, natürlich Google Maps zu verwenden. Die haben meistens den optimalen Weg für dich und wo du auch effizient und schnell ankommst. Meistens macht es auch Sinn, die Autobahn zu verwenden, auch wenn die Strecke ein bisschen länger ist, da man auf der Autobahn einfach konstant unterwegs ist und nicht ständig in Stop and Go hat. Google Maps werden die meisten kennen. Ich stelle nur kurz zwei Funktionen vor. Und zwar kannst du bei Google Maps auf Optionen gehen und da kannst du Autobahnen, Mautstraßen und Fähren vermeiden. Und der zweite Punkt ist, dass man Zwischenziele einsetzen kann, wenn man die Reise selbst bestimmen will. Zusammengefasst kann man sagen, dass du deine alltäglichen Routen mal überprüfen solltest, ob du diese optimieren kannst. Denn mit guter Planung kann man sich Zeit, Nerven und Sprit sparen. Deswegen solltest du rechtzeitig losfahren, am besten nicht in Stoßzeiten fahren und natürlich auch eine gute Strecke wählen, die möglichst kurz und effizient ist. Am besten so oft wie möglich Fahrgemeinschaften bilden, um die Spritkosten zu reduzieren. Das Beste ist natürlich, wenn man den Arbeitsweg sich teilen kann mit einem Kollegen oder Kollegin oder auch mit mehreren Leuten, wo dann einfach abwechselnd gefahren wird. Man kann auch seine Fahrten anbieten bzw. mitgenommen werden. Dafür gibt es spezielle Portale. Ich habe jetzt hier drei rausgesucht für dich. Fahrgemeinschaften.de, mitfahren.de und blablacar. Und wenn du Fahrten anbieten willst, musst du dich einfach bei dem Portal anmelden und dann gibst du einfach ein, von wo nach wo du fährst, an was für einen Tag, was für Uhrzeit und dann können Fahrten über dich gebucht werden. Den Eco-Modus verwenden. Was macht der Eco-Modus? Er tut den Schaltzeitpunkt des Getriebes ändern, dann wird die Motorsteuerung und das Ansprechverhalten geändert, dann wird noch die Start-Stopp-Funktion aktiviert. Wenn du diese Funktion nicht hast, würde ich dir empfehlen, dass du den Motor einfach ausschaltest, wenn du länger als 15 Sekunden stehen bleibst. Allerdings solltest du den Motor nicht ausschalten, wenn du noch keine 5 Kilometer gefahren bist oder draußen Minustemperaturen herrschen. So macht es auch die Start-Stopp-Funktion. Dann wird noch die Freilauffunktion EcoCoast aktiviert, nennt sich auch Segeln. Dabei wird die Motorbremse ausgesetzt, das heißt, du gehst vom Gas und die Motorbremse wird nicht aktiv und du rollst viel besser weiter. Dann wird noch die Funktion der Klimaanlage etwas geändert und bestimmte elektrische Verbraucher lassen sich nicht mehr aktivieren. Also das finde ich nicht ganz so schön beim Eco-Modus. Jeder Eco-Modus hat ein paar andere Funktionen drin, aber im Allgemeinen sind das, glaube ich, die wichtigsten, die da meistens enthalten sind. Du solltest erst losfahren, wenn das Auto vor dir auch losfährt. Ich sehe, dass die Ampel grün ist und alle Autos losfahren, deshalb fahre ich auch los. Leider fährt das Auto vor mir nicht los, deshalb muss ich wieder abbremsen. Diese Aktion ist unnötig und braucht einiges an Sprit, da das Anfahren sehr viel Energie benötigt. Also fahr immer erst los, wenn das Auto vor dir auch losfährt. Früh hochschalten ist die Devise. Man sieht bei meinem DSG-Getriebe, der schaltet ab 2000 Umdrehungen hoch im nächsten Gang und das ist halt wesentlich sparsamer. Je nach Auto kannst du auch ein bisschen später schalten, Hauptsache du schaltest recht früh. Wenn es bergauf geht, musst du natürlich später hochschalten. Man sieht bei meinem DSG-Getriebe, es schaltet jetzt runter im sechsten Gang, damit ich da berg hoch komme. Vorausschauendes Fahren spart Sprit und schont die Nerven. Ich halte immer genügend Abstand zum nächsten Fahrzeug, damit ich rechtzeitig reagieren kann. Ich nutze auch die Motorbremse seit Jahren, um langsamer zu werden. Dadurch habe ich immer noch die ersten Bremsscheiben und Bremsklötze drauf und das, obwohl ich schon über 144.000 Kilometer gefahren bin. Jetzt sehe ich schon von Weitem eine rote Ampel, dann schalte ich wieder runter, damit ich möglichst langsam an der Ampel ankomme
vielleicht habe ich ja Glück und die Ampel wird noch grün und dann kann ich gleich weiterfahren und muss nicht wieder beschleunigen. Weil das Beschleunigen braucht am meisten Energie, somit kann ich am meisten sparen, wenn ich nicht beschleunigen muss oder wenig beschleunigen muss. Hab's nicht ganz geschafft, musste leicht bremsen, aber im Großen und Ganzen war es okay, würde ich sagen. Jetzt geht's bergab. Ich mache das so, dass ich vom Gas gehe. Da sieht man, der Verbrauch ist bei 0,0. Und wenn ich langsamer werden will, schalte ich einfach runter, nutze die Motorbremse und da brauche ich immer noch 0,0. Nur beim Runterschalten brauche ich kurz was. Und niemals in Leerlauf schalten, weil wenn ich jetzt in N gehe, also in den Leerlauf rein tue, werde ich wesentlich schneller und verbrauche dabei Sprit. Das heißt, ich verbrauche Sprit, obwohl ich im Leerlauf bin. Und wenn ich den Gang einlege wieder, verbrauche ich keinen Sprit. Also nie mit im Leerlauf fahren. Immer schon den eingelegten Gang drin lassen. In Kurven bzw. in Kreisverkehren am besten so wenig Geschwindigkeit wie möglich verlieren, um dann weniger zu beschleunigen. Ich habe jetzt vor mir einen Kreisverkehr und muss halt schauen, ob ich da sicher reinkomme. Und dann kann ich da mit hoher Geschwindigkeit durchfahren und somit muss ich weniger beschleunigen und spare wieder Sprit. Wichtig ist, dass du keinen gefährdest und natürlich dich auch nicht gefährdest. Der Verschleiß der Reifen und anderer Antriebsteile erhöht sich minimal. Ich brauche alle 5 Jahre neue Reifen und das ist eigentlich eh optimal, weil man sollte maximal 6 Jahre einen Reifen fahren. Damit du die Fahrzeit sinnvoll nutzt, kannst du dich fortbilden. Ich persönlich höre mir meistens Hörbücher an von Audible, die kriege ich aktuell kostenlos bzw. mit Gewinn. Wie das funktioniert, habe ich dir in diesem Video erklärt. Was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist ein Kavalierstart. Du solltest nicht das ESP ausschalten bzw. ASR und dann Vollgas geben. Damit gefährdest du dich und andere und natürlich steigt der Spritverbrauch, ebenso der Verschleiß von Reifen und anderen Antriebsteilen. Möglichst nicht bei Regen fahren. Durch den Regen erhöht sich der Luftwiderstand und der Rollwiderstand der Reifen und dadurch verbrauchst du mehr Sprit. Jetzt habe ich noch einen Extremspartipp für dich. Du fährst auf Autobahn und Landstraße langsamer, also mindestens 60 km/h. Und noch besser wäre es natürlich, du fährst hinter einem LKW hinterher mit dem richtigen Sicherheitsabstand. Wie hoch ist der Sicherheitsabstand? Halber Tacho, das heißt, wenn du 60 km/h fährst, musst du 30 Meter Abstand halten. Durch den LKW hast du einen geringeren Luftwiderstand und dadurch verbrauchst du weniger Sprit. Die optimalste Geschwindigkeit für dein Auto erreichst du, indem du den höchsten Gang verwendest und die Motordrehzahl unter 2000 bleibt. Wenn du jetzt manche Tipps ausführlicher erklärt haben willst, dann schau dir am besten dieses Video an. Für mehr Geld und mehr Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber denk immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.